Herzlich willkommen zum fünften Teil des LEGO Star Wars UCS Millennium Falcon Speed Build. Das sind die Teile, die ich heute verbauen werde. Es sind drei eher relativ kleine Tüten und ich brauche zumindest laut Anleitung noch einige Teile hiervon, nämlich diese, denn ich beschäftige mich unter anderem mit dem Antrieb. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Zeitraffer. Viel Spaß! Das war der fünfte Teil vom Zeitrafferaufbau des LEGO Star Wars UCS Millennium Falcon. Ich habe jetzt gerade hauptsächlich den hinteren Bereich inklusive Antrieb aufgebaut. Ja, die Ersatzteile, die übrig geblieben sind, sind diesmal wieder eher ein paar wenige nur, aber nicht so tragisch. Die kommen dann wieder auf den Ersatzteilhaufen. Und als nächstes kommt dann der Schritt Nummer 6 und da werden hier vorne die vorderen Bereiche des Falken aufgebaut, die jetzt noch nicht dran sind. Also bis zum nächsten Mal.